Ja, willkommen zu einem neuen Video von mir, wieder mal mit BSN 2. Und heute geht es mit der Embed API, wie ich die einfach mal jetzt in diesem Projekt nennen werde, weiter. Und kurz vorweg für alle Leute, die eventuell nicht verstanden haben, weil ich habe es zugegeben auch nicht erklärt, habe ich vergessen, warum wir einmal hier diesen Embed-Ordner haben und warum wir dann hier nochmal quasi die gleichen Befehle reinschreiben. Das liegt daran, dass wir mit diesen Befehlen hier, die wir hier erstellen werden, zumindest einen heute, mit den Befehlen werden wir dann hier auf diesen Ordner einfach nur zugreifen. Das bedeutet, wenn wir irgendwie ein Update von einem Befehl hier machen möchten, dann müssen wir nicht hier in Embed das auch machen, sondern das geht auch dann, wenn man das hier in diesem Ordner nur updatet, dann greift halt die Datei in diesem Ordner nur darauf zu und es wirkt dann so, als hätte man die API komplett geupdatet, obwohl man den Zugriffspunkt eigentlich nicht geändert hat, sondern halt nur den Befehl an sich. Deswegen befindet sich dieser API-Ordner im Netzwerk an sich und nicht irgendwie außerhalb. Nur falls das irgendwen interessiert hat. Gut, heute machen wir einfach einen kleinen Befehl. Der soll heißen Send message.bat. Ja, man sollte vielleicht die Datei nicht direkt ausführen. Das wäre eventuell sinnvoll. So, dann hier halt öffnen, wieder add echo off und dann soll diese Datei eine Nachricht senden, die sie als Parameter übergeben bekommt, und zwar set message gleich %1 und als Voraussetzung nehme ich jetzt, dass diese Nachricht hier in Anführungszeichen stehen muss. Also ich dürfte jetzt nicht als Endnutzer von dieser API hier einfach nur Hallo hinschreiben. Also ich dürfte jetzt nicht irgendwie sagen Call Send Message Hallo, sondern ich müsste dann sowas hier machen. Warum das Ganze? Naja, dadurch sind erstmal Nachrichten möglich, die mehr als ein Wort beinhalten, und das ist ja die Mindestvoraussetzung, würde ich sagen, für eine Nachricht, weil Nachrichten, die ein Wort lang sind, machen nicht unbedingt immer den meisten Sinn. Und ja, da ich sowieso relativ stark davon ausgehe, dass niemand eine Nachricht senden will, die nur ein Wort lang ist, setze ich einfach mal als Voraussetzung für diesen Befehl, dass dieser Parameter 1 in Anführungszeichen steht, und deswegen muss ich die Anführungszeichen auch abschneiden, um den Wert der Nachricht an sich zu bekommen. Das mache ich einfach mit set message gleich message Doppelpunkt Tilde 1, minus 1. So. Und dann einfach mal als kurzer Test echo message. So. Damit hätte ich diese Datei dann schon mal fertig. Und jetzt kümmern wir, also nicht fertig, sondern nur etwas zum Testen halt. Und jetzt kümmern wir uns darum, dass wir aus diesem Embed-Ordner mit einer Datei, die auch SendMessage heißt, von dieser Datei aus wollen wir dann diesen Befehl ausführen können.
Und es soll so sein, dass später halt, wie gesagt, diese Datei in einem Ordner liegt, der eigentlich komplett unabhängig von BSN2 ist. Und deswegen existiert ja auch hier in temp BSN2 diese directory.txt und die können wir auslesen, dann haben wir den Ordnerpfad und dann können wir von da, von dem aus halt auf den API-Befehl an sich zugreifen. Und das bauen wir jetzt ein. Einmal add echo off und dann erstmal natürlich abfragen, hey, existiert die Datei überhaupt? If exist temp BSN2 directory.txt und wenn das nicht existiert, dann go to end und end ist wieder halt am Ende, wie es der Name schon sagt. Das bedeutet, wenn die Datei nicht existiert, dann macht es einfach gar nichts oder es macht halt schon was, es geht zu End, aber das merkt der Benutzer dann ja nicht. Und das gleiche auch, if not exist temp bsn2 user.bsn2, dann auch go to end. Also wenn kein Nutzer angemeldet ist, dann kann ich ja auch keine Nachricht senden, weil es ist ja kein Nutzer angemeldet. Und deswegen auch hier go to end. So. Und dann mache ich es erstmal so, set/p user oder user current user ist gleich und dann der Inhalt davon. Und dann setp directory ist gleich und dann der Inhalt hiervon. So. Und dann sage ich hier einfach if not exist und dann directory network, also wenn ich hier in Directory gucke, dann bin ich ja quasi in diesem Ordner und dann möchte ich jetzt überprüfen, ob dieser Benutzer hier existiert. Also if exist directory network users users und ohne Prozentzeichen und dann current user. Wenn das existiert, dann ist alles okay, aber wenn das nicht existiert, dann go to end. Und ansonsten mache ich einfach echo und nein. Ansonsten kann ich hier dann einfach sagen, nachdem ich die ganzen Überprüfungen gemacht habe, oder Moment, macht es nicht eigentlich viel mehr Sinn, wenn ich die Überprüfung hier drin mache? Ach naja, ich lasse es erstmal so, das kann ich mir ja später noch überlegen. Dann mache ich hier jetzt also Call und dann hier Directory API Network, nein, API Azar embed send message und mit dem Parameter 1 und ja. Damit hätte ich diesen Zugriffspunkt auch fertig. Jetzt gehe ich hier mal kurz in die Konsole. CD User Profile Desktop BSN2 und dann CD Embed
dann gleich noch eine, falls ich wieder so schlau bin, die zu schließen. Und ja, dann sage ich hier einfach mal kurz Send Message. Hallo. Okay. Es ist nichts bei rausgekommen, das macht auch Sinn. Es macht deshalb Sinn, weil ich nicht angemeldet bin. Melde ich mich mal kurz an. Test. Was war das Passwort nochmal? ABC. Okay. Test. ABC. Test. ABC. So. Und jetzt existiert oder sollte hier user.bsn2 existieren. Und wenn ich jetzt hier Send Message mache, dann das System kann den angegebenen Pfad nicht finden. Ja gut. Das ist jetzt super optimal. Das bedeutet, ich muss diesen Ordner umbenennen am besten. Weil das Teil mit Ordnernamen, die so Leerzeichen beinhalten, scheinbar nicht klarkommt. Gut, dann mache ich das einfach mal kurz. So einfach hier das raus. Das kurz beenden, das auch. Und das ebenfalls. So, dann sollte ich das jetzt eigentlich hier umbenennen können. Na. So. Dankeschön. Jetzt muss ich natürlich doch wieder die Konsole neu starten. Juhu. Alle freuen sich bestimmt, weil das so spannend wird. CD User Profile Desktop BSN 2.0 und dann CD Embed. Dann hier einmal kurz neu starten. Das Netzwerk. So. Test. Test ABC. So. Und dann kann ich jetzt hier wieder sagen Call oder nein, Send Message mit Hallo. Und dann kommt hier Hallo raus. Also genau das, was wir hier auch reingeschrieben haben. Gut, jetzt müssen wir nur noch die Nachricht in den entsprechenden Nutzerordner schreiben. Das bedeutet, am besten übergeben wir hier den Nutzer, set user ID gleich %2, dann hier einmal kurz hier auch noch den Nutzer übergeben, also current user. So. Warum habe ich eigentlich schon wieder... Ach, ich weiß warum. Diesmal hatte das sogar einen Sinn, dass ich Notepad geschlossen habe. Gut. Dann also hier in Send Message habe ich hier dieses Current User als Parameter übergeben. Und dann kann ich hier in Source API Other Send Message bin ich schon fast fertig. Allerdings gibt es da noch ein Problem, und zwar dieses Call hier, das befindet sich ja nicht unbedingt in dem
Ordner Directory. Das bedeutet, damit ich sicher gehen kann, dass ich auch im richtigen Ordner lande, muss ich das hier auch noch als Parameter übergeben. Zumindest ist das die einfachste Möglichkeit, die mir gerade einfällt. Gut, dann mache ich hier also echo message in %3, was ja der Ordner wäre, und dann network users message, nein, dann %2, was ja der Benutzername ist, hier, und dann message.txt. Und wenn ich das jetzt so mache und hier einfach mal kurz Send Message Hallo aufrufe, dann sehe ich hier Network Users Test message.txt Hallo. Das bedeutet, wir haben jetzt den Befehl, dass wir eine Nachricht senden möchten, eingebaut. Und das ist doch schon mal gar nicht so verkehrt. So, und dann würde ich sagen, war es das wieder mit diesem Video und mit dem Beginn der API von BSN2. Und ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, man konnte dem Video folgen, sonst einfach nachfragen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.